Wie stehen die Chancen, dass die Halbinsel Krim wieder zurück unter ukrainische Kontrolle kommt, nachdem Russland sie 2014 annektiert hatte? Nach Ansicht des obersten deutschen Marinesoldaten gleich null. Inmitten wochenlanger Diskussionen über einen drohenden russischen Einmarsch in die Ukraine hatte Marineinspekteur K.R.M. Schönbach bei einem Besuch in Indien erklärt, die Krim würde, Zitat, niemals zurückkehren. Zudem habe Präsident Putin gar nicht ernsthaft vor, die Ukraine anzugreifen. Aussagen, die bereits gestern zu seinem Rücktritt führten und zusätzlich zu diplomatischen Verwicklungen in der ohnehin aufgeheizten internationalen Debatte. Stefan Stuchlik. Panzerabwehrraketen für die Ukraine. Erst vor wenigen Tagen hatte Großbritannien diese Defensivwaffen geliefert. Im gebotenen Rahmen sei so eine Unterstützung der Ukraine auch für Deutschland vorstellbar, sagt nun die FDP. Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie mit militärischem Gerät hätte unterstützen können. In der Tat, schwere Waffen kommen nicht in Frage. Das steht nicht nur in unserem Koalitionsvertrag, sondern das hat auch die letzte Bundesregierung immer ausgeschlossen. Die Debatte über Waffenlieferungen stünde für die jetzige Bundesregierung eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung, wenn nicht die Verteidigungsministerin gestern ihren Marinechef hätte entlassen müssen. Ukrainische Zeitungen hätten sich über den deutschen Vizeadmiral empört. Die Krim werde nie mehr ukrainisch, hatte er gesagt, und er stehe als Christ an der Seite Russlands. Aussagen aus einer Debatte in Indien. Dort relativiert er auch die Kriegsgefahr in Europa. Will Russland sich wirklich einen kleinen Landstreifen der Ukraine einverleiben? Nein, das ist Quatsch. Ich denke, Putin macht da Druck, weil er weiß, er spaltet die Europäische Union. Aber was er wirklich haben will, ist Respekt. Seit gestern Abend ist Schönbach vom Ministerium aller Ämter entbunden worden. Das aber sei zu wenig, sagt der ukrainische Botschafter. Berlin müsse jetzt vollständig umdenken. Die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik steht aus unserer Sicht im Moment gerade auf dem Spiel. Deswegen möchten wir nochmals die Ampelregierung, aber auch die Opposition aufrufen, dass man jetzt diese Zurückhaltung ablegt und dass man die Ukraine mit dem unterstützt, was man im Moment am meisten benötigt. Und da sind eben Defensivwaffen. Kiew nutzt den Schönbach-Skandal für moralischen Druck auf Berlin. Ob sich die Ampelregierung aber wirklich auf Waffenlieferungen an die Ukraine einigen kann, ist mehr als fraglich.